Na, ihr zwei? Hallo. Hi. Wir haben da wieder was für euch. Oh, schon wieder. Es geht wieder in der nächste Runde scheinbar. Soll ich vorlesen? Mach du, gerne. Du kannst das auch mal so stehen. Hallo Theo und Max. Ihr befindet euch in einem Bürogebäude des Bildungszentrums Bitterfeld-Wolfen. Für eure heutige Aufgabe werdet ihr in die Rolle von Gebäudereinigern schlüpfen. Jeder von euch hat gleich 2 Minuten Zeit, um ein Büro in Ordnung zu bringen. Der Angestellte hatte es scheinbar sehr eilig und hat ein wenig Chaos hinterlassen. Nun ist Wochenende und das Büro muss bis Montag unbenutzt sein. Wer in der vorgegebenen Zeit die meisten Sachen bereinigt, hat gewonnen. Für den Verlierer gibt es natürlich wieder eine kleine Bestrafung. Strengt euch also gut an. Das machen wir immer. Okay, und wo müssen wir hin? So, na dann schnick doch mal, wer anfangen darf. Wie machen wir das? Theo fängt an. Gut. Noch einmal zum Mitschreiben. Wir haben 15 Fehler in einen Büroraum eingebaut. Das Licht ist an, Krümel liegen auf dem Tisch, eine Pflanze ist umgekippt, Büroklammern liegen verstreut, die Schranktür ist offen, Stifte liegen unter dem Tisch, der Telefonhörer liegt neben der Halterung, neben dem Mülleimer ist etwas Müll, das Fenster ist angekippt, ein Stuhl ist umgefallen, die Heizung ist aufgedreht, eine Kaffeetasse liegt auf dem Schreibtisch, der Wasserhahn tropft, die Schreibtischlampe ist an und ein Zettel hängt nicht richtig an der Pinnwand. Also dann, los geht's. Ach Leute, ihr seht's. Habt ihr Magneten dafür? Haben wir leider vergessen, Theo. Denkt euch aber auch immer Sachen aus. Die 30 Sekunden sind rum. Sind das mal eure Krümel? Nee, das muss jemand anders gewesen sein. Eine Minute noch. Gibt's noch irgendwas? Die Sachen verkabeln muss ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Gibt's noch was? So, die letzten Sekunden laufen. Könnt ihr mir noch sagen, was noch gefehlt hat? Ja. Das zählt doch noch jetzt, oder? So, wer hat denn jetzt gewonnen? Theo, möchtest du Max etwas über deinen Wasserhahn sagen? Ja, ich habe den Wasserhahn erst eine Sekunde nach der Zeit entdeckt. Den habe ich zugemacht. Ich hoffe, das Wort auch. Aber es war auf Kamera, dass ich so gemacht habe, also. Also, ihr hattet beide gleich viele Fehler. Wenn man allerdings den Wasserhahn bei Theo mit dazu zählt, hat Theo einen Fehler mehr entdeckt und wäre somit der Gewinner. War nach der Zeit. Wir haben sogar noch abgesprochen, dass es, falls es der Punkt ist, dass ich den kriege. Aber du hast sie gesehen. Den Punkt kriegst du. Ich helfe dir einen kleinen Teil bei der Bestrafung. Ja, ich merk's.